Oh, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch zu einem fantastischen neuen Quiz. Unser heutiges Thema: Videospielmusik, Videogame-Musik. Ich habe ein Quiz gemacht, mir ein bisschen schöne klassische Musiktracks rausgesucht und die beiden besten Kandidaten innerhalb dieses Multiversums rausgepickt. Und ja, ich würde sagen, Kandidat 1, stell dich vor und sag uns, welches Instrument du am hässlichsten findest. Anne, das bist du. Oh, hallo, ich bin Daniel. Ich werde auch dieses Mal wieder versuchen zu gewinnen. Und, das hässlichste Instrument, das ist wahrscheinlich... keine Ahnung, Klarinette. Okay, Spieler 2, bitte stell dich vor, sag uns, welche Absichten du hier verfolgst und natürlich, was ist für dich das hässlichste Musikinstrument? Hallo, ich bin Gengo. Ich glaube, ich werde... Ich weiß nicht, ob ich gewinnen werde. Ich meine, meine Streak würde sagen, ich würde es tun, aber... mal gucken. Ich weiß nicht, wie gut ich mich bei Musik auskenne. Und das hässlichste Instrument? Keine Ahnung. Triangeln sehen basic aus. Ich wollte auch erst Triangel sagen, aber ich meine... Die sind halt so simpel, dass es eigentlich... Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber keine Ahnung. Weiß nicht. Sehr schön. Triangel. Dann haben wir die Zuschauer hier ein bisschen kennengelernt. Ich werde euch jetzt ein bisschen die Regeln erklären, weil die werden heute ein kleines bisschen komplexer. Dafür wird das Quiz ein bisschen simpler. Ich werde euch Musiktracks aus verschiedenen Videospielen vorspielen. Das ist vermutlich das am hässlichsten aussehende Quiz, das ich bisher erstellt habe, weil dann einfach irgendwo auf der Folie so ein Musikding ist, das ich dann anklicken kann. So, kommen wir zu den Regeln. So, Regel Nummer 1. Es gibt 2 Punkte pro Frage, sind diesmal möglich. Ein Punkt kriegt ihr für das Spiel und einen Punkt, wenn ihr wisst, wie das Lied heißt. Okay. Alter. Gut. Aber das muss dann auch höchstwahrscheinlich das volle Spiel sein. Also, das wäre die nächste sagen, Regel. Mario. Nicht nur das Franchise nennen. Wenn du mir schreibst Mario, sage ich dir, ich brauche ein Spiel. Okay. Alter, und ich kenne mich mit Musiknamen doch nicht aus. Ah, okay. Ja, das ist ja auch mehr. Ich weiß nicht, wie gut Daniel sich da auskennt. Das ist mehr Daniels Runde. Er muss derjenige antworten, der als erstes buzzert, weil ich bei so Musiksachen. Ihr schreibt mir beide über Discord. Also, ihr habt in jedem Fall immer die Chance, beide die Punkte zu machen. Okay, das wollte ich wissen. Und, eine Regel gibt's noch. Ich dachte, es wäre cool, wenn ihr euch ein bisschen sabotieren könntet. Das heißt, sobald der Erste mir eine Antwort geschickt hat, stoppt die Musik. Das heißt, wenn der andere da nicht gut genug zugehört hat, hat er wohl ein Problem. Dann muss er wohl ein bisschen raten, ein bisschen unter Druck zu setzen. Das motiviert euch dann auch schneller zu antworten und nicht irgendwie, dass wir 3 Minuten sitzen und uns irgendwas anhören. Okay. Das ist okay. Dann möchte ich euch die Kategorien vorstellen. Die gibt's heute nicht. Es gibt keine Kategorien, es gibt Level. 3 Stück. Desto höher das Level, desto schwieriger ist der Song zu erraten. Und ich habe ein Beispiel vorbereitet. Den können wir uns einmal anhören, um zu checken, ob bei euch der Ton gut ankommt, ob ihr vielleicht irgendwas lauter oder leiser machen müsst in der Übertragung. Und es gibt keinen Punkt dafür, aber ihr könnt mir auch gerne sagen, was das für eine Musik ist. Ja, wir probieren es einfach mal, jetzt schon mal reinzuschreiben. Jo. Yes! Oh, ich habe mich verschrieben, aber du weißt, was ich meine. Gerne, wenn ihr mir eine Antwort geschickt habt, dann, falls ich es nicht schnell genug sehe, könnt ihr auch irgendwas sagen, damit ich dann die Musik unterbreche für den anderen. Okay. Ich hab Mario 64, Bob Oms Bomb. Komma Ben Berg von Daniel. Ich habe versucht, so schnell wie es geht zu schreiben, okay. Und es ist Super Mario 64 Bomb Bomb Battlefield. Alter, Punkt für mich. Ich meine, jetzt habe ich ja den deutschen Titel. Ich habe von Gengo gar keine Nachricht bekommen. Zählt das? Er ist natürlich. Ach, da ist es. Ja, okay. Nee, da hat aus irgendeinem Grund hat er. Normalerweise packt er den Chat doch nach oben, wenn du eine neue Nachricht bekommst, aber der hat mir das nicht als neue Nachricht angezeigt, egal. Muss ich dann drauf achten. Deswegen vorsichtshalber auch nochmal sagen, wenn ihr gegeben habt. Ja, okay. Vielleicht, weil du auf Gengos Chat warst. Nee, jetzt zeigt er es mir auch an. Irgendwie hat Discord nur nicht geladen.
Problem lag nicht bei mir, das Problem lag bei Discord. 19.11 Uhr steht da. Ja, ich spiele noch einmal kurz den Track ab, weil ich was nachgucken will. Sekunde. Alter! Das ist Daniels Lieblingspart. Realisiert ihr, dass das eigentlich die Bob-Bombs singen? Ja. Das ist nämlich immer. Okay, ich muss die Musik. Ich hatte keine Ahnung. Das ist quasi ihre Kriegshymne, ne? Ja. Okay, ich mach's bei mir ein kleines bisschen. Ich mach mal PowerPoint ein kleines bisschen leiser, weil die Musik sehr laut ist. Dann müsst ihr sonst die Übertragung einfach bei euch noch ein bisschen lauter stellen. Das kriegt ihr ja hin. Ja. Ist bei mir auf volle Lautstärke. Ich denke. Okay. Ja. Ich werde jetzt alles klein schreiben. Das war gerade super nervig, immer Caps an- und auszumachen. Groß- und Kleinschreibung ist mir egal. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Level 1. Und die Frage, die ich euch stellen werde, ist, aus welchem Spiel kommt dieser Song und wie heißt der? Oh. Abgeschrieben, ich habe meine Antwort. Ich habe die erste Antwort von Daniel bekommen. Okay. Gengo. Hast du mir auch was geschickt? Ich muss jetzt immer auf die Chats ein bisschen reingehen. Ich sag so, das macht es ein bisschen schwerer. Ihr könnt euch ein bisschen gegenseitig necken heute. Ja, ich fand's nicht schwer, aber ich hatte einfach gerade einen Blackout, einfach keine Ahnung. Aber ich habe dir auch was geschrieben. Ich habe Wind Waker bekommen von beiden Kandidaten. Der eine sagt Outset Island, der andere Preludia. Das ist beides dasselbe, oder? Ja. Das sind zwei verschiedene Orte. Das ist die erste Insel halt. Ich löse mal auf. Es ist für Legend of Zelda Wind Waker und ich habe sogar geschrieben Outset Island Preludia. Bei manchen habe ich die deutschen Namen einfach nicht gefunden. Da müsst ihr mir zur Not ein bisschen helfen. Weil wenn du irgendwie Musik im Internet suchst, du hast meistens nur die englischen Namen dann. Ja. Ja, deswegen, das vermischt sich bei mir auch hin und wieder. Aber das bedeutet, beide Kandidaten kriegen 2 Punkte in der ersten Runde. Wind Waker, ich dachte, also keine Ahnung warum, aber ich dachte irgendwie kurz, Moment mal, das ist doch Paper Mario. Aus irgendeinem Grund wollte ich Paper Mario 2 entscheiden. Du wusstest auf jeden Fall, dass es ein Daniel-Spiel sein wird. Okay, dann mache ich mal die nächste Folie. Aus welchem Spiel kommt dieser Song und wie heißt der? Gengar hat abgegeben. Das ist unfair, ich kenne auch den Namen. Ja, dann schreib ihn doch noch hin. Hört dir nur die Musik auf, du kannst ja noch schreiben. Ich habe Gengar, er hat den Namen hingeschrieben. Gut, ich habe zweimal Bugfable, einmal ohne Namen, das wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ich hätte Daniels Theme hinschreiben sollen. And the One Left Behind. Und es ist Bugfable und The One Left Behind oder Live Theme hieß es auf YouTube auch. Punkte für Daniel, ein Punkt für Gengo. Tatsächlich, kann ich euch noch verraten, ich habe für jeden von euch einen Musiktrack eingebaut, wo ich speziell an ihn gedacht habe und wo der andere wahrscheinlich nicht so leicht draufkommen wird. Das war jetzt Daniels. Und ich musste es wegen dem Meme einfach reinbauen. Ja. Wenn ihr jeden Daniels Video gesehen habt, ihr werdet diesen Track im Hintergrund gehört haben. Ich glaube, Daniel könnte diesmal gewinnen. Liegt auf jeden Fall gerade vorne. Übliche Frage. Aus welchem Spiel kommt dieser Song und wie heißt der? Oh mein Gott, das ist... Das könnte halt alles sein, oder? Achso, ich hab geschrieben. Ja, ich hab's gerade gesehen. Track wird beendet. Okay, ich hab eine Antwort von Daniel. Ich hab keine Ahnung. Probier es einmal. Und, gut. Ich habe von, Gengo, Nein. Nee, du willst nur den Titel haben, okay. Ja, sonst hätte ich's hingeschrieben. Ja, du kannst ja jetzt noch einen nachreichen. Du hast ja jetzt weiter geantwortet. Egal, lösen wir auf. Ihr sagt beides ist Metroid Zero Mission. Damit habt ihr schon mal recht. Ein Punkt für jeden. Und da meinte jemand, es wäre Brinstar. Und ist es Brinstar? Ja, keine Ahnung. Also, nee, da bin ich raus bei so einem Namen. Ich weiß natürlich, es ist Brinstar, aber... Gengo. Das halt... Der ist halt aufzukommen, nee. Gut,
Kommen wir zum nächsten Track. Vibe gerade. Ich habe die erste Antwort bekommen, dann pausiere ich mal. Von Daniel, diesmal kein Track, kein Namen, aber zumindest ein Spiel habe ich bekommen. Gengo, hast du einen Einfall? Liegt es dir auf der Zunge? Ja, ich weiß an sich, was es ist, aber ich weiß nicht, wie das Spiel speziell heißt. Das ist das Problem, keine Ahnung. Ja, da habe ich auch die Schwierigkeit, ich bin mir sehr unsicher. Ihr habt mir beide Punch-Out geschrieben und es ist Punch-Out. Okay. Und es ist das Main-Theme. Aber aus welchem Punch-Out? Ja. Ich glaube, ich muss Wii auch gelten lassen. Ihr habt mir Punch-Out Wii geschrieben, weil ich glaube, der Track kommt auch in Wii fast gleich vor. Das ist identisch. Okay. Ich habe einfach nur Punch-Out Main-Theme. Das ist jetzt auch mein Versagen, deswegen kriegt ihr beide einen Punkt. Na gut. Ansonsten könnte ich euch beiden auch keinen Punkt geben. Das wäre die Alternative. Hast du Main-Theme hingeschrieben, Daniel? Nee. Ihr habt beide nur Punch-Out. Okay. Haben wir beide Punch-Out Wii geschrieben? Ja, habt ihr. Ja. Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Bisher habt ihr beide stark vorgelegt. Es kam noch kein Song, den ihr zumindest nicht vom Spiel her zuordnen konntet. Okay. Ja. Hören wir uns den hier an und sagt mir, aus welchem Spiel dieser Song kommt und wie er heißt. Davon habe ich auch einen Traum. Achso, ich hab die erste Antwort schon. Achso, ja. Das muss man doch sagen. Ich sehe das nicht immer direkt. Ich manage hier vier Sachen gleichzeitig. Ich habe zweimal Dark Souls. Gengo sagt, es ist Dark Souls 1 irgendwas. Daniel sagt, es ist Dark Souls Taurus-Dämon. Also, wenn ihr keine Zahl dahinter schreibt, sage ich einfach, es ist der erste Teil. Stimmt, das wollte ich zur Antwort sagen. Ja, so ist es doch gemeint. Wenn ihr mir nur Mario Party schreibt, gehe ich davon aus, ihr meint Mario Party 1. Auf jeden Fall, es ist Dark Souls. Beide kriegen einen Punkt. Und es ist auch der Taurus-Dämon. Zwei Punkte für Daniel an der Front. Und einen für den Gengo. Geht jemand gerade sehr in Führung? Okay. Ich höre sehr viel Videospielmusik. Merke ich. Andere Leute hören richtige Musik, Daniel, aber okay. Nächster Track. Ich habe die erste Antwort bekommen. Ich habe einmal Wii Sports Resort von Daniel und von Gengo habe ich Wii Sports Resort. Aber er sagt, es ist das Main-Theme. Und das sind zwei Punkte für Gengo und ein Punkt für Daniel. Yes. Ich sollte mal dran denken, immer so aus dem Main-Theme vielleicht noch dazu zu schreiben. Vielleicht kommt noch das ein oder andere Main-Theme vor. So viel gebe ich schon mal als kleinen Hinweis. Und damit sind wir, glaube ich, beim letzten aus der ersten beim letzten Song aus Level 1 angekommen. Also, was könnt ihr hiermit anfangen? Ich bin wieder. Ja, ich hab's gesehen. Im Zug. Okay, ich habe eine Antwort von Daniel. Okay, ich habe einmal Sonic 1 und einmal Sonic 2. Daniel sagte Sonic 2 Chemical Plant Zone und würde ich sagen, ist ein Punkt für Daniel dann. Kein Punkt für Gengo leider in der Runde. Aber zumindest das Franchise hat er erkannt. Ja. Ich habe das Gefühl, es sind sehr viele Ich-Spiele vorgekommen. Es ist auch die einfache Kategorie. Vielleicht kommt oben mehr, was Daniel auch tritt. Ich denke auch, dass es gegen Ende vielleicht hart wird. Am meisten wird es wahrscheinlich eine Ich-Spiele-Sache sein, weil ich das Quiz zusammengestellt habe. Okay, wir kommen auf Level 2. Hört euch mal diesen Song an.
Ja, ich kenne den genauen Namen nicht. Okay, ich werde einfach ignoriert, auch gut. Ah, ist, Entschuldigung. Daniel könnte auch mal, wieder, Raki, Daniel könnte auch mal wieder die Nummer dazu schreiben. Hä? Achso, ja, ups. Ich nummeriere die nicht umsonst, aber egal. Ich habe Gengo sagt, das ist Rayman 3. Und Daniel sagt, das ist Ahead in Time. Es ist Ahead in Time. Und es ist glaube ich, nah genug dran. Du sagst, es ist Shop-Typ. Der Song heißt The Bestseller. Ja, nee, das lass nicht zählen. Das müsst ihr entscheiden, ob ihr das zählen lasst oder nicht. Gibt der Daniel zwei Punkte oder nur einen? Ich hätte schon The Bestseller hinschreiben sollen. Ja, stimmt. Ich will die genauen Namen schon. Also, da habt ihr schon recht. So, dann machen wir mal weiter. Hat's Gengo richtig, beides? Nein, Gengo hat ja Rayman 3 geschrieben. Achso. Als ob ich irgendeine Ahnung von Ahead in Time hätte. Wir haben das zusammen gespielt. So, dann kommen wir zum... Na gut, ich kann das vorher ein bisschen runterregeln, damit es nicht ganz so schreit. Kommen wir zum nächsten Song. Song Nummer 9. Okay, ich stopp mal. Ich habe eine Antwort. Ich probiere es mal. Werde ich nicht unter Druck gesetzt, Daniel, dass du antworten musst oder so? Doch. Okay, interessant. Ich habe zwei Antworten, die in zwei sehr verschiedene Richtungen gehen. Daniel sagt, es ist Zelda Skyward Sword. Und Gengo sagt, es ist Resident Evil 4 Remake Delago. Und ja, tatsächlich haben wir hier den Gengo-Song gehabt. Das ist Resident Evil 4 Delago. Yeah. Das sind zwei Punkte. Was dachtest du, ist das aus Skyward Sword? Nur mal so aus Interesse. Klang so ein Boss-Theme. Ich fand, das klang auch noch Zelda ein bisschen. Ich bin aber auch ein bisschen auf euch zugekommen bei diesem Quiz. Ich hatte auch Dark Souls-Musik drin gehabt. Da kenne ich mich auch überhaupt nicht mit aus. Davon kenne ich mich halt auch nicht aus. Nur weil ich es mal gespielt habe. Daniel kennt sich aber scheinbar aus. Ja, leider. Aber du holst... Aus dem ersten Teil zumindest. Aber du legst gerade gut vor, Gengo. Daniel hat nur noch 3 Punkte Vorsprung. Okay, mal gucken. Okay, der nächste Song beginnt, sobald ich ihn ein bisschen leiser gestellt habe. Song Nummer 10. Daniel, du kannst ruhig sagen, wenn du was hast. Ich weiß nicht. Ich habe noch keine Antworten. Ja, komm, überspringen wir den einfach, oder? Nein, ich glaube, ich schreibe es einfach. Nee, ich würde sagen, besser raten als überspringen. Hat man zumindest eine kleine Chance. Man kennt ihn, oder, Daniel? Das ist cool. Aber ich will es... Ich sag wieder mein Signature-Spiel. Okay, ich habe die erste Antwort bekommen von Daniel. Oh Mann. Ja, wenn ihr es nicht kennt, einfach raten. Ich bin aber gespannt, was das ist, weil das klingt cool. Okay, wir haben zwei Antworten, wenn das deine Antwort ist, Gengo. Ja, klar. Gengo sagt, es ist Rakis Indie-Abenteuer, Main-Theme. Ich wünschte, das wäre ein echtes Spiel. Und Daniel sagt, es ist Bug-Fable. Und tatsächlich haben wir ein sehr Indie-mäßiges Spiel. Das ist nämlich Pokémon X und Y. Oh, dann kriege ich den Punkt. Die Boutique. Falls Daniel sich das aufschreiben möchte. Der war ja sehr interessiert an dem Song gerade noch. Pokémon kann ich mir mehr. Das heißt, sind sehr Pokémon-untypisch, muss man aber sagen, keine Ahnung. Ja, ich dachte auch, das sind ja auch Alemmi. Du kannst doch keine Pokémon-Musik reintun. Du hast doch das letzte Mal gehört, dass niemand von uns Pokémon ansatzweise so weit gespielt hat. Wir sind aber damit, wir sind schon auf Level 2, da wird es auch ein bisschen schwieriger.
Aber. Weil, meinst du? Aber das Oder? Ist. Wir sind schon die ganze. Schon ein bisschen auf Level 2 seit vorhin. Das ist auf jeden Fall jetzt der erste Track gewesen, den, glaube ich, keiner von euch erraten hat, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja. Okay, Pokémon war es scheinbar. Kommen wir zum 11. Spiel. Sagt mir mal was. Da muss ich definitiv ein bisschen leiser drehen, sonst fallen euch die Ohren ab. Was ist das? Was ist das für ein Song? Wie heißt der? Gut, dass gerade keiner von euch antwortet. Ich will den Song noch länger hören. Da ist was. Ich habe geantwortet, aber den Titel weiß ich nicht genau. Okay, ich habe die erste Antwort von Daniels reingetrudelt. Okay. Okay. Gengo, was sagst du? Ich sage, es ist Nummer 11. Gengo sagt, es ist Nummer 11. Und Daniel sagt, es ist Phoenix Wright Ace Attorney. Das ist Phoenix Wright Ace Attorney. Aber es ist nicht das Battle-Theme, es ist Objection. Ah. Oh. Habe ich wieder ein Raki-Spiel reingenommen, aber das Theme kann man auf jeden Fall auch kennen, wenn man die Spiele nicht gespielt hat. Das wird viel benutzt auf. Aber es ist YouTube Objection oder so. Nicht. Nee, das ist Persuasion ist das. Oh. Das ist noch die Steigerung von Objection. Auf jeden Fall. Nächster Song, oder? Nächster Song. Spiel denselben Song nochmal, oder? Nein, bitte nicht. Ah, okay. Ich habe auch wieder nur das Spiel. Willst du noch irgendwas versuchen? Keine Ahnung, noch. Oder fällt dir nicht ein, was vorkommen könnte? Nö. Okay. Ja, Gengo? Naja, da bin ich auch raus. Gengo schreibt 12. Und Daniel hat mir geschrieben, das ist Cuphead. Und es ist Cuphead. Ein Punkt für Daniel. Wer spielt das? Es ist der Bootlegger-Boogie. War ein bisschen fies, als ist aus dem DLC. Gut, komm aber jetzt. Aber er verlangt erstmal, dass ich Geld bezahle. Du musst Geld diesen Track hören. Nee, den kannst du kostenlos auf YouTube hören. Wollen wir zum 13. Song kommen? Okay, hört gut zu. Ich habe die erste Antwort. Okay, das ist eine längere Antwort. Muss ich mal reinklicken. Okay. Ich habe zwei Antworten. Gengo sagt, das sind... Ja, egal. Kannst du nochmal korrigieren, wenn du möchtest? Oder ist das die Antwort, mit der du gehen willst? Du bist der Zweite, der geantwortet hat. Beim ersten wäre ich strenger. Ja, machen wir es einfach. Behaltest du so. Okay, Gengo sagt, es sind die Mario 64 Endcredits. Und Daniel sagt, das ist Super Mario Galaxy 2 Wumms Wuchtwall. Ja, und tatsächlich, das war meine Falle. Es ist Super Mario Galaxy 2, es ist die Rückblenden-Galaxie allerdings, nicht Wumms Wuchtwall. Oh, ja gut, dann den Titel kannst du dann... Ja, ich hatte ja auch keinen Punkt für den Titel gegeben. Ja. Gut, dass du so großmütig auf was verzichtest, was du eh nicht bekommen hättest. Ich meine, das ist aber das Level. Ja, in dem Spiel ist es die Rückblenden-Galaxie, das ist nicht Wumms Wuchtwall, das sind zwei verschiedene Orte mit demselben Team. Ist okay, nee, ich akzeptiere es. Ja, aber du hast Galaxy 2 rausgehört, das war gut. Kommen wir zur Song Nummer 14. Okay, warte, klein Moment, Gengo ist weg. Gengo ist gerade weg. Da. Ich habe ein Problem, ich sehe Discord nicht, wie mein Layout hier aufgebaut ist. Gut, dann ist er ja wieder da. Ja, alles gut. Hast du die Punktevergabe mitgehört? Ja. Sehr gut, dann kommen wir zur Song Nummer 14. Das ist wieder viel zu laut. Okay, ich habe was abgeschickt. Ja, ich pausiere. Dann werde ich jetzt auch was abschicken.
Okay, ich habe zwei verschiedene Spiele. Ich habe Mario und Luigi Dream Team Brothers von Gengo. Und Daniel sagt mir, es ist Pokémon. Das ist wahrscheinlich Gengos. Wenn man keine Ahnung hat, einfach Pokémon. Ich gebe dir doch die Chance, mir ein Spiel zu nennen, weil Pokémon ist kein Spiel. Sonst werte ich das okay. nicht. Pokémon Extreme. Ja, es gibt kein Pokémon-Spiel, das einfach nur Pokémon heißt. Sonne, Mond. das hier ist tatsächlich aus Castle Crashers. Es ist Flutei nice. Oder World Map. Das ist mein Lieblings-Song. Es ist mein, man kann ihn kennen, ist ein guter Song. Gut, damit haben wir das zweite Level durchschritten. Wir kommen jetzt zu Level 3. Jetzt wird es richtig schwierig. Das gerade war noch leicht. Okay, Song Nummer 15 habe ich gehört. Ich habe ihn schon gehört, ihr werdet ihn jetzt hören. Oh, ich habe eine Antwort von Daniel. Ich trinke mal einen Schluck dazwischen. Wir hören heute auf jeden Fall eine Menge gute Videospielmusik. Okay, Gengo hat auch eine Antwort. Gengo sagt, es ist Donkey Kong Country Returns. Und Daniel sagt, es ist Super Kiwi 64 Main Theme. Es ist Super Kiwi 64, aber yes. Forest. Trotzdem ein Punkt für Daniel. Also es ist auch... Vielleicht war das am heutigen Aufnahmetag auch ein bisschen leichter gewesen. Aber okay. Gut, dann kommen wir zu Song Nummer 16, meine Freunde. Was ist das? Erste Antwort von Daniel. Er hat mir was Nettes geschrieben. Da bin ich mir auch sehr unsicher. So, und Gengo ist noch am Überlegen. Hast du eine Tendenz, in die du gehen möchtest? Okay. Nee. Ich habe einmal Legend of Zelda, Tears of the Kingdom von Gengo und Daniel sagt es Ori and the Blind Forest. Tatsächlich ist das hier Kingdom Hearts. Ah, oh, ich habe Kingdom Zelda drin. Hat doch keine Musik. Und ja, aber das Spiel habe ich ja nicht fertig gespielt, deswegen weiß kann ich das nicht wissen. Ja, okay. Und es ist Hollow Bastion. Es ist so ein ikonischer Song, den kennt man vielleicht, deswegen ist er hier. Deswegen haben wir noch erraten, ja. Okay, wir sind 17. Mhm. Also lasst uns doch mal hier reinhören. Siehst du, jetzt kommen doch die Sachen. Jetzt ist sie schwer. Ich glaube, Gengo hat einen Verdacht. Ich hoffe, bestimmt. Das ist jetzt richtig, wenn... Okay, ich habe eine Antwort. Warte, ich hab wieder nur einen Franchise. Ja, das ist okay. Ich hoffe mal, das ist das. Nein, warte, ich hatte... Ja, okay, ich hab das falsch, aber egal, ja. Ich hab zweimal Shantae and the Pirate's Curse. Alter! Und das ist richtig. Gengo meinte, es wäre das Theme von... Nein, ja. Das Theme von Risky Boots, aber tatsächlich... Ist es nicht. Es ist das Theme von Rotty Tops. Ja, ich habe auch an Rotty gedacht, Mann, aber... Keine Ahnung, warum müssen die auch beide mit R anfangen? Gut, das ist dann ein Punkt für beide diesmal. Ich bin froh, dass ich Shantae erraten habe. Hättest du das 2 Sekunden länger da stehen lassen, hätte ich als Shantae den ersten Teil gewertet. Da hast du Glück gehabt, dass du so schnell warst. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Aus welchem Spiel kommt dieser Song und wie heißt der?
Klopft. Ah, gut, warte. Sehr schön. Lass mich den Titel noch anpassen. Oh nein, ich bin dumm. Egal, lass es so. Das bleibt jetzt so. Ich habe von... Scheiße. Ich habe zweimal Mario Kart 8. Was richtig ist. Aber ich habe einmal die Hyrule Piste und einmal den Triforce Cup und warum habe ich Triforce Cup? Das ist die Hyrule Piste. Der Triforce Cup ist kein Song. Blöd. Ein Punkt für Daniel, zwei Punkte für Ich meine, ich habe gerade auch den falschen Charakter angeschrieben davor. Also, es ist einfach schwierig, aus dem Spot das Richtige hinzuschreiben, keine Ahnung. Okay. Man denkt halt immer, man wird an das Richtige denken und sobald man es ausgeschrieben hat, weiß man, nee, das war falsch. In Ordnung, wir haben noch drei vor uns, meine ich. Es sind 21 Songs. Dann schauen wir doch mal. Let's go. Was als nächstes passieren wird. Das ist irgendein kranker Witz. Ich sag jetzt, es ist das hier. Okay. Ah, ich kann pausieren. Und bevor er die Frage stellt, nein, mir ist da nicht irgendein Anime-Opening reingeraten. Das ist aus dem Spiel. So, ich habe zwei Antworten. Gucken wir dich schief an. Gengo sagt, das ist Final Fantasy VII. Ich wollte gerade sagen, Sonic sagt, das ist Tendendo Heroes. Daniel sagt, das ist Sonic Heroes. Und tatsächlich ist das hier aus Kirby und das verlorene Land. Das klingt doch fast so ähnlich. Das ist Willkommen in der neuen Welt. Oder auch die Endcredits. Oh mein Gott. Es spielt im Radio als... Kirby sich das erste Mal in ein Auto verwandelt und dann ins verlorene Land reinfährt. Ich hab's reingenommen, weil es so unpassend war für Kirby. Gut, kommen wir, keine Punkte dann. Frage 20, was? Dann hört euch doch mal das hier an. Heilige. Das ist unfair. Also ich hab's abgeschickt. Ah ja. Okay. Ich habe Raki übrigens nicht bestochen, falls sie das denkt. Ja, ich habe zwei Antworten bekommen. Ich habe Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und ich habe, das hat Gengo geschrieben. Und Daniel hat mir geschrieben, Mario Party 9, Bowser Juniors Battle Theme. Das ist Mario Party 9, Bowser Juniors Mad, oder ich glaube, es heißt auch Battle Theme. Oh. Ja, das sind zwei Punkte für Daniel scheinbar. Das war ein Song, wo ich sehr sicher war, dass sie niemand errät. Herzlichen Glückwunsch an Daniel dafür. Hätte ja niemand erwarten können, so oft wie sie über Mario Party 9 reden. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich. Ja, es war eigentlich. Ihr habt mich gerade positiv überrascht, Stadion auf jeden Fall. Es war. Ich dachte, okay, das ist so eine sehr generisch klingende Mario-Musik eigentlich. Klang nicht mal nach Mario. Ja, Bowser-Musik. Ich dachte auch erst Donkey Kong, vor allem dieses Dum, 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 Dum. Ja, genau das. Was ganz gut, dass es eingespielt wurde, ja. Das war nicht mit Absicht gewesen. Daniel hat es gesummoned. Das war ein gutes Timing aber gerade. Gut, kommen wir zum letzten Song. Die alles entscheidende Frage. Was ist das? Dass es kein Anime-Opening ist. Nee, hab ich vorher gecheckt, Daniel. Okay.
Habt ihr schon einen Verdacht? Ich meine nur, das läuft weiter, bis einer von euch antwortet und das geht 6 Minuten. Okay, ich habe eine Antwort bekommen von Daniel. Gengo, willst du auch noch was raten? Ist ein guter Sportsmann. Gengo schreibt ja. Ich bin hyped. Ja, ich habe jeden Fall. Das Lied hat mich gehypt. Es ist ein gutes Lied. Und Daniel sagt, das ist Sonic Generations. Und damit kriegt Daniel keinen Punkt. Das ist Go Go Hyper Grind. Und der Song heißt natürlich, wir alle kennen. Du darfst dir keine Spiele ausdenken. Jam Jam Hype. Das ist hier drin wegen dem Alter, kein Wunder, das ist. Go Hyper Grind. Ja, und der Song heißt Jam Jam Hype. Ah. Gratulierst du gerade, ob das Spiel existiert? Natürlich. Ah. Es heißt Go Go Hyper Grind, natürlich muss ich da nachgucken. Es ist ein Skateboard-Spiel. Es ist eine sexualisierte Katze. Ja, dann bist du richtig. Oh. Das ist auf jeden Fall ein Raki-Spiel. Ich benutze den Song gerne mal in Videos. Gut, aber damit kommen wir zu eurem Endpunktestand. Auf Platz 2 mit 13 Punkten ist Gengo. Damit ist unser Gewinner Daniel mit 19 Punkten insgesamt. Ne, warte, ich hab vergessen, dir 2 Punkte zu geben. Mit 21 Punkten. Wir wollen ja nicht, dass du dass der Abstand zu klein ist zwischen dir und Gengo. Damit steht es 2-1. Daniel hat es geschafft, ein Quiz zu gewinnen. Ich musste dich einmal gewinnen lassen. Das finde ich sehr nett von dir. Gerne. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich verliere. Ich sehe auf jeden Fall, Musikquiz funktioniert nicht. Das ist Daniels Thema und damit möchte ich abschließend sagen, das war ein Quiz. Sehr musikalisch, oder? Bye. Bye. Bye.